Und damit Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu im Barbiewald bei SimCity. So, jetzt habe ich gerade kurz eine Wortfindungsstörung gehabt. So klingt das bei mir, wenn ich eine Wortfindungsstörung habe. Hier ist ein Chemiebrand, ist natürlich klar. Wir müssen sofort hier hin und wir müssen wenigstens ein Chemiefahrzeug mal entlassen. So, das haben wir. Hier, Polizeidingens ist schon auf Patrolli. Er ist ja auch bei der Arbeit. Lassen wir mal so. Am liebsten würde ich ja hier wusch, eine durchziehen. Oder hier. Oder am besten hier direkt. Aber das ist mir dann alle doch zu teuer ein bisschen. So, aber wir kümmern uns erstmal um die Problemchen, die es gibt in der Welt. Aber, na gut, Chemiebrände, das haben wir ja gleich, das Problem. Was ist hier? Verletzte Sims. Ach stimmt, wir hatten einen Krankenhaus. Wo kommt denn der hier? Wir hatten ja ein Krankenhaus, das haben wir ja abgeruppt. Das werden wir mal wieder hier hinbasteln. Zumindest erstmal ein kleines. Das kann man direkt hier hinten eigentlich machen, da wo die Leute jetzt wohnen. Und dann will ich es mal versuchen mit einem... Ja, komm, wir machen mal hier. Schwupp, erstmal ein kleines Krankenhaus. So. Natürlich mit Patientenflügel, klar, so wie es sich hier hört. Aber bitte doch nicht so platzintensiv. Boah, komm. Na gut, wir machen das mal hier und da. Das muss reichen erstmal. Und dann machen wir das. Das mangelt aber ja nur. Ja. Huch. Na gut, ihr zwei kommt da wieder hin. Und hier vorne bastle ich jetzt mal meinen Kreisverkehr hin. Zwar ruppe ich mal das ab. Ja. Dazu mache ich mal Pause. Because of, ich muss ja jetzt hier den Eingang kappen. Da ruppen wir mal hier so. Kannst knicken. So. So. So, das wird ein sehr, sehr kleiner Kreisverkehr. Wie mache ich denn das? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wird er so. Upp, stopp. Kreis. Ich könnte den ja längs ziehen, so ein bisschen oval. Dass der bis an den Park geht. Und dann... That's the idea. Excuse me. I'm sorry. Yes, I'm very, 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 very sorry. Ja, Straßenbahn haltet weg. So, und dann... Na komm, wir machen erstmal mit oder ohne mit. Na komm, wir machen mit. So, und dann machen wir das hier so ein bisschen so. Genau, und dann geht, dann schließt das da direkt an. So, komm, da so. So. Nicht schön, aber absolut seltenst. Vor allem hier diese Kreuzung, ne? Also wenn sich da, wenn da keine Straßenbahn verunfallt, dann weiß ich es auch nicht. Du Scheiße. Was für eine Katastrophe. Gut, dann, du natürlich wirst hier noch angeschlossen, klar, keine Frage. Huch. Na klar. So. Schwupp, ran mit dir. Ihr hier oben. Nee. Euch schließe ich mal nicht an. Dann habe ich ja das gleiche gekonnt, was ich vermeiden wollte. Ja, wir machen das mal nur so. Trick 17 können wir später anwenden, obwohl, warte mal. Nee, wir machen das nicht. So passt. Chemiebrand macht gleich Peng. Okay. Also ich habe auch einige Let's Plays gesehen. Da wurde hier dieser... Moment. Dieser Trick, dass die... Ich mache mal wieder Play. Kann ja laufen mit der Zeit. Dieser Trick, dass hier die Cities quasi nicht in... Warum ist denn hier eigentlich... Achso, mal hier drüben. In Ampeln quasi münden. Der wurde... erfolgreich angewandt. Und ich bin gerade am Grübeln, ob ich das vielleicht irgendwie... What? Alter, leck mich fett. Oh, dieses Spiel, wa? Gut. Na dann, tschüss, baut was Neues. Du weg, blöden Fragmentos. Was bist denn du hier?
Ohrenfragment. Und du? Ohrenfragment. Na gut. So, jetzt haben wir hier einen hässlich ovalen Kreisverkehr-Eingang, den wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr brauchen werden, aber gut. So, hier unten ist, ja, mangelnde Bildung, ich weiß. Das machen wir mal dahin. Ja, wir machen mal hier wieder auf. Das ist sowieso auf. Roherzmangel an Produktion? Wie? Oh. Auf. Auf. Komm, hier. Sehr gut. Und der hat eh nichts mehr zu tun hier. Solange die Dinger hier funktionieren. Warte mal, was mache ich denn eigentlich hier? Export von Metall. Legierungen werden ja auch exportiert. Wurde. Und Roherz wird exportiert. Also ein reines Exportdingens. Könnte ich eigentlich abreißen. Aber gut, aufgrund der Nähe lasse ich das mal stehen. So, hier kommen sie langsam. So soll es sein. Die können auch... Entschuldigung. Tschüss. Bums. So, ich glaube, jetzt habe ich aber zu viel Platz weggenommen. So. So machen wir das mal. Die Stadt kann wieder ein bisschen wachsen, wenn sie will. Ich glaube, die Verkehrsprobleme habe ich natürlich meisterlich in den Griff gekriegt. War nichts viel mir leichter als das. Ich habe zwar ein paar Millionen Jahre geknüftelt, wie ich das hier rauskriege. Habe einiges versucht und endlich final habe ich das ganz allein geschafft. Indem ich mir einen Download-Content besorgt habe, weil irgendwer eine Schraube gedreht hat im Spiel. Na gut. Das Thema hatten wir gestern schon. Da habe ich mich ja schon ein bisschen aufgeregt und möchte jetzt nicht nochmal. Finde ich schön, dass hier gleich die Skyscraper von Anfang an kommen. Die natürlich hier viel Platz haben. Ach. Doof. Naja, die fette Straße hier. Egal. Interessiert mich gerade nicht. Belassen wir alles dabei. So. Den nehmen wir. Der hat natürlich 16 Kinder. Finde ich natürlich famos. Durch so einen simplen Park. Achso, warte mal, wir haben ja Straßenbahn, Haltestelle. So. Ne? Genau. Was ist denn das hier? Was habe ich denn hier gebaut für Scheiße? Keine Kuhhaut hier. Was ist das denn für ein Gebilde? Was soll ich denn hier bauen? Pass auf, was wir machen hier so diesen Zack da. So. Weshalb sind die raus? Krankheit. Also, so. 7 Patienten werden behandelt, solange da nur 7 behandelt werden. Ist mir der Rest wurscht. Was ist denn das für ein buntes Gebilde hier? Ach du Scheiße. Sieht ziemlich bunt aus. Na ja, gut. Die Stadt explodiert wieder. Moment, so ein bisschen. Puff, puff, puff. Und jetzt geht's wieder los. Huch, auf Besuch. 3000. Okay. Ja gut, jetzt sind die Umzugswagen. Die dürfen da mal stehen. Und das ist legitim, aber das wird sich ja bald gelegt haben, wenn denn... Ich frage mich, ob das hier oben sinnvoll ist, den Kreisverkehr. Trennt zumindest die Spreu vom Weizen. Die, die arbeiten wollen, gehen nach da. Und die, die wohnen wollen, gehen nach da. Nun gut. Hauptsache, hier unten läuft alles und flutscht alles. Und ich hoffe ja auch, dass die, dass der Export hier in den Umschlagsplatz geht. Und dass hier dann quasi Prozessoren geliefert werden.
Was? Wasser? Wassermangel? Willst du mich veräpfeln? Pumpstation? Ja, will mich veräpfeln, in der Tat. Bergbau bricht 1,5. Naja, gut. Funktioniert noch. So, Umschlagsplots. Hier kommt nichts an. Warum auch immer. Die werden exportiert, okay. Und hier. Boah, wieso laut? Roherz. Roherz kann importiert werden. Und Kohle kann ebenfalls importiert werden. Und was ist das? Ach ja, Plastik. Haben wir Plastik genug? Plastik haben wir ohne Ende. Legierung haben wir auch ohne Ende. Kohle, Kohle, Kohle. Metall wird produziert. Und Legierungen werden auch produziert. Okay, super. Und hier flutscht es auch. Jawohl. Und hier flutscht es erst recht. Ja. Also immer mit der Ruhe und dann haben wir ein Wasserproblem. Ach, bestimmt bald immer noch verschmutzt dich. Ja, ich weiß. Gut, dann gehen wir mal ins Detail. Welche ist denn verschmutzt? Filterpumpe. Pumpstation. Bin ich blöd? Ist die Pumpstation verschmutzt oder die ist verschmutzt? Komm. Berubt. Braucht eine neue? Braucht eigentlich nicht. Und warum ist das hier? Ach so, wegen. Ach, die so ein Schmutz, echt? Die hier vielleicht, wa? Verlassenes Gebäude. Cheap, cheap, cheap. Vielleicht bringt es ja Punkte. Man weiß es nicht. So, hier wurde was verkauft. Was wurde denn gerade verkauft? Recyclingvertrag. Okay. Wertstoffmangelproduktion angehalten. Wie sieht es denn mit dem Müll im Allgemeinen aus? 855 von minus 11.000. Das Spiel ist so toll. Wenigstens bin ich dann auch schon mit einem geleerten Mülleimer im Plus und die Leute sind happy. Das freut mich, das freut mich, das freut mich. So. Hier kommen so peu à peu die Leute wieder zurück. Das ist famos. Was ist hier los? Jetzt sollte eigentlich mit diesem Einpark Denkmalpark. Ja, das ist dieser komische. Oder ist es der? Nee, komm. Der war das. Der ist neu dazugekommen. Schön, dass sich jetzt hier alles staut. Ich war gerade happy, dass die City verkehrsfrei war. Bin gerade so ein bisschen sprachlos und begutäuge das mit skeptischen Blicken, was ich hier gerade so sehe. Ob diese beiden Parks das jetzt doch gewesen sind oder ob es wirklich bloß ein Zufall war, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Fakt ist, wir sind gerade in der Rush-Hour. Was hier hinten passiert, ist mir wurscht. Die Straße ist wichtig. Um genau zu sein, die nach hier unten. Eigentlich sollten wir die beide hier abruppen und nur diesen hier haben. Also jetzt an Umschlagsplätzen. Weil hier ist ja der Export gegeben, egal wie verstopft die Straßen sind. Und der Weg ist relativ knapp bemessen.
Ich rupp hier gleich die ganzen Häuser wieder ab. Geht mir das auf den Sack hier, dass schon wieder alt verstopft ist. Ich wollte ja eigentlich was postulieren. Soll heißen, ich wollte, als ich jetzt gesagt habe, okay, ich oute mich hier mit diesen blöden fucking Parks. Für heute geschlossen? Wieso denn geschlossen? 6 bis 18. Aha. Na, ich sag mal nichts. Wollte ich eigentlich sagen, okay, wenn jetzt hier dieses Verkehrsproblem sich nicht behebt, dann schmeiße ich hier alles hin, weil das nervt nämlich. Aber jetzt natürlich, huch, die Aussicht von vorhin, als da plötzlich sämtlicher Verkehr wie von Zaubern verschwunden war, der war natürlich heiß. Aber gut, hier, die Stadt wächst ja anscheinend gerade und das wird wohl das Hauptproblem sein. Ebenso, Alter, was denn hier passiert? Leck mich fett. Wie zu viele Verbrecher, wie viel haben wir denn hier? 42. Naja, gut. Ist nicht so der Hit, aber hier hinten erstickt auch alles im Stau wieder mal. Gut. Dann hat sich ja grundlegend nichts an unserer Situation geändert. Frage ist, was machen wir? Ruppen wir wieder alles ab, weil dann hat es ja geflutscht. Und lassen bloß ein Quarter hier bestehen. Bergbaubericht hier gekommen, hat sich halbiert. Weil Straßen zu. Hier hinten ist alles verstopft. Und der Park wird nicht genutzt, ne? Drei Leute. Yeah! Ich muss ja nochmal gucken, ob das überhaupt der richtige Park ist. Ob das dieser Park ist, der quasi die Pendler mit Luftschiffen hier quasi zu mir bringt. Warte mal, ich guck mal hier. Klassisch, okay. Also der ist dazugekommen. Plaza. Da ist nichts dazugekommen. Natur. Da ist auch nichts dazugekommen. Nö, das. Was ist das? Gemeindepark. Nö, der ist auch nicht neu. Was ist das? Heißluftballonpark. Geben Sie die Stadt von einer Heißluftballon zu betrachten. Erhöht die Grundstücksweise. Hm. Strange. Na gut. Muss ich mich wahrscheinlich nochmal belesen. Ob das denn hier so der Weisheit letzter Schluss ist, ich weiß es nicht. Fakt ist, hier ist mal wieder alles verstopft. Selbst in der Nacht, wie viel haben wir es? 4 Uhr morgens. Am Arsch. Rien ne va plus. Nichts geht mehr. Die Busse stecken fest. Das Straßenbahndepot, okay, das könnten wir mal aufmachen. Also immerhin, das ist ja schon mal was, ist der Stau hier vorne weg. Aber in der City, der Stau ist nicht weg. Jetzt natürlich die große Frage, ruppe ich erstmal wieder alles ab und strukturiere die Straßen doch so, wie ich sie strukturieren wollte. So, dass sie quasi nur eine Möglichkeit haben, die Damn Sims, hier lang zu düsen. Und ich glaube, das werde ich auch machen. Noch habe ich 1,4 Millionen. Noch ist Hopfen und Malz nicht verloren. Das heißt, oh, hier fliegt ein Ballon. Jawohl. 6 Einwohner bringt da raus. Ich bin total begeistert. Komm, dann suchen wir mal ran. Was ist denn das hier? Huch. So, upp. So, wo fliegst du hin? Hoffentlich weit weg, damit die Leute raus sind. Da ist ein People drin. Willst du mich verscheißern oder was? Noch einer. Okay. Ändert aber grundlegend nichts an der Situation, dass die Straßen verstopft sind. Gut. Ich glaube, das werde ich morgen im Angriff nehmen. Das heißt, ich werde morgen hier das Straßensystem, so wie ich es habe, einfach nochmal auf die umkrempeln. Ja, umkrempeln. So kann man es nennen. Soll heißen, da wird sich das Bild grundlegend ändern. Und ich hoffe ja, dass die Kohle reicht dafür. Hoffe ich inständig. Nun gut, also, wir sehen uns morgen, wenn es wieder heißt Let's Play SimCity und würde mich freuen, wenn ihr Gedanken habt, natürlich zu diesem Park und zu diesem Download-Client, Download-Content, der anscheinend für'n Arsch war.
Vielleicht im ersten Moment nicht, im zweiten Moment allerdings schon, wie ich das hier so sehe. Hab zwar jetzt hier wunderschönen Ballons, die ins Nirvana fliegen. Die flüchten wahrscheinlich alle vor der tollen Stadt, die ich hier habe. Aber, ja, kannst direkt nehmen. In ein Flugzeug crashen. Nun gut, dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt, Let's bekämpfe Verkehrproblem. Version, weiß ich nicht, 5.7? Keine Ahnung, wie viele Ideen ich schon hatte, um den Verkehr in den Griff zu kriegen. Hab sogar ganze Städte platt gemacht. Ach, seufzt. Naja. Gut, also, wir sehen uns morgen. Rinhauen, tschüssi mit Küsschen. Bye, bye. Tschüss.